Schöne gute Woche, ihr Leute. Dirk, das bin ich. Euch möchte ich mal ganz recht herzlich hier zum neuen Video begrüßen. Ja, aktuell befinde ich mich hier am Steinernen Tisch hier bei Oberodderbach. Ja, bin daheim ein bisschen unterwegs. Ja, hab jetzt keine Lust gehabt, groß wegzufahren oder so. Ja, ich habe da einen neuen Rucksack. Ja, ich habe dir gesagt, ich bin auf der Suche nach einem Tagesrucksack. Tom war wieder der Schnellste, der hat mir da was empfohlen, ein einfacher aus dem Decathlon. Ja, den habe ich jetzt halt natürlich schon mal probiert. Ich habe gestern Ovid, habe ich damit schon mal meinen Einkauf heimgetragen. Heute habe ich ihn auch dabei zum Testen. Ja, ich habe natürlich schon beim ersten Mal probieren, wenn er voll war, was gemerkt. Ja, der ist halt ziemlich klein, auch in der Großvariante. Ich kann zum Beispiel nicht ganz nach oben ziehen. Wenn ich das mache, dann ganz nach oben ziehe, dann hängt mir der Beckengurt oben an der Rippe. Ja, recht witzig. Ja, dann habe ich die Feststellung getroffen, so 5 Kilo rum. Ja, ist so das Maximale, was man da reinladen soll. Alles andere ist ein bisschen schwierig mit dem Rucksack. Heute habe ich 7 Kilo dabei. Liegt daran, dass ich noch was ausprobieren will. Ja, denn wenn ich schon mal da oben bin, gehe ich weiter ins Taschenhaus. Da wird dann was gekocht und gegessen. Ja, da probieren wir das nächste aus. Ja, dann zeige ich euch später den kleinen Rucksack. Ja, hier, wo er da steht, noch mal etwas genauer. Ja, weil es muss ja nicht immer das teure Zeug sein. In dem Sinne mache ich jetzt hier nochmal 2-3 Minuten Pause, bleibt noch ein bisschen sitzen, genießt die Aussicht hier und dann geht es schon weiter. Es ist doch immer wieder schön, hierher zu kommen. Jetzt bin ich da am Taschenhaus angekommen. Ich werde euch jetzt mal noch den Rucksack vorstellen. Mal ein bisschen genauer zeichnen. Und dann wird es Zeit, das Essen zu kochen. Ach, da will ich heute mal was experimentiere oder einfach mal was gucken und ihr seid dabei. Das da ist er jetzt, hat ja, hat den Namen MH500. Das ist so ein Tagesrucksack, wo 20 Liter reingehen. Ziemlich klein, muss ich sagen. Wie ich das schon gesagt habe, ich darf den Rucksack nicht ganz nach oben anziehen. Habe ich hier die Beckenflosse oder der Rippenhänger. Hier neben sind da die Seitentaschen für die Flaschen reinzumachen mit so Gurte. Ich habe jetzt da so eine normale 1 Liter Flasche drin. So ein bisschen semi-optimal sein mal. Ich habe jetzt noch keine Alginflasche drin gehabt. Vielleicht das mal ausprobieren, ob das besser ist. Wenn man so eine Alginflasche mitnimmt, hat man in eher nur Wasser und kein Sprudel mehr. Ja, weil die Dinger rauchen ja ein bisschen in den Innenraum rein zu uns und nehmen da wieder den Platz weg. Nächstes ist das da oben, ein einfacher Riemer. Vielleicht um ein Kleidungsstück oder irgendwas neu zu hängen. Ja, hier habe ich auch keine weitere Tasche, um irgendwas neu zu machen, hier fest zu machen. Hier vorne eine Tasche.
Die ist dann aber halt limitiert, je nachdem wie voll der Rucksack ist. Und der ist jetzt extrem voll. Geht noch was neu. Dann machen wir mal da auf. So, stehen wir gut. Ja, na, stehen wir nicht gut. Moment. So. Hier habe ich jetzt noch eine Seitentasche, wo ich was neu machen kann. Aber auch hier ist natürlich das Limit bei dem gesetzt, was ich da im Rucksack drin habe. Ich habe jetzt recht viel drin, weil ich alles zum Cover mit dabei habe. Wenn man da natürlich etwas weniger hat, kann man hier vielleicht noch eine Karte reinmachen, sonst Kleinigkeiten. Ja. Das nächste, was auch interessant ist, dann stand die Seite. Da kann ich hingehen. Kann hier so aufmachen, kann von hier reingreifen ins Innenfach, kann auch so dann beladen. Ich habe hier einen 2-Wege-Reißverschluss. Ja, je nachdem. Ich habe hier auch nochmal so eine Schnalle dran. Dann als last but not least, da oben noch ein kleines Deckelfach, wo hier oben noch Zeugs reingehen tut. Aber halt nur für Kleckrams. Was mir an dem gefallen tut, wenn er jetzt halt leer ist, nicht beladen ist, der bleibt von allein nicht so stehen. Ich brauche ihn nirgendwo anzulegen, nix. Jetzt halt, wo er beladen ist, bleibt er zwar auch stehen, aber man muss dann noch gucken. Jetzt hat man mal die Rückenansicht. Hier klassisches Meshgewebe. Ne? Dass der Rucksack nicht ganz am Rücken anliegt. Hier die Seideflosse. Für mich ist diese Gürtel zum Festmachen hier ziemlich an der Grenze. Wenn ich die Jacke habe, geht es gerade so zu. Ich weiß jetzt nicht, wie es der Ton machen tut. Ne? Der ist ja auch etwas kräftiger gebaut, sage ich mal. So. Ja. Hat man hier noch eine Seitentasche dran für Kleckrams. Hier ist noch Andy dran. Hat mir die Gurte. Auch die sind super. Wie gesagt, ich muss hier fast komplett. Muss den Gurt fast komplett so tragen. Darf nicht anziehen. Sonst hängt er zu weit oben. Ja, hier innen drin. Kann man da wahrscheinlich noch eine kleine Trinkblos irgendwas neu machen. So. Hier sind noch so Gurte dran. Wo man noch irgendwie was dran hängen könnte. So. Irgendwie hier oben noch. Ja, das war von außen, von innen ist er eigentlich nicht spektakulär. Das zeige ich euch aber jetzt auch nochmal zeichen. Wenn man hier oben gucken tut, hat er hier das komische System wieder aus Brei 8 da zum Zuziehen. Ja, da ist nichts zu verstellen. Man zieht einfach den Bändel da zu. Hier hat man die zwei Öse, mit denen man das gut zumachen kann. Vielleicht noch sogar im Ernstfall noch ein kleines Schlösschen oder irgendwie was dran machen kann, dass man es ganz verschließen kann. Hier innen drin ist eigentlich nicht spektakulär. Da ist nochmal so eine kleine Tasche drin. Hier hinten, das gibt auch die Steifigkeit von dem ganzen Rucksack, ist so eine Art Platte innen drin. Wenn man da also reingucken tut, ist hier nochmal die Abtrennung. Könnte man hier noch da in das Fach so eine Art ja, Wasserblase reinmachen. Ja, könnt ihr doch mitnehmen. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Das ist der Rucksack. Ganz einfach. Den Rucksack hier, den habe ich euch jetzt
gezeigt. Ganz simpel und einfach. Für die knapp 55 Euro, was er kostet, tut, ist ja doch gut brauchbar. Ich meine, so Vollknalle mit 7 Kilo, was ich jetzt dabei habe, das muss man jetzt nicht unbedingt. Da kann man, könnte ich auch meinen anderen einfachen Rucksack nehmen. Aber so für Tagestouren, ein bisschen was zu trinken mitzunehmen, eine Brotdose, vielleicht noch eine Wannerkarte, dafür ist er doch mit Sicherheit nicht schlecht. Ja, ich werde jetzt ja, öfters mal mitnehmen, das mal austesten und dann kann ich eigentlich mal sagen, wie das Ergebnis ist. In dem Sinne fange ich jetzt mal an, was koche alles herzurichten. Ich habe so langsam Hunger nämlich. Was gibt's heute zum Essen? Da habe ich zwei Steaks naturgewürzt, so ein verkrummelter Weg, Knoblauchsauce und da Krummelsalat. Das gibt Zeit zum Mittagessen. Ja, ganz klassisch. Was habe ich dann heute für ein Experiment vor? Naja, das ist relativ einfach. Ich habe hier diesen X-Boil als pfannefähig gekauft. Ja, X-Boil pfannefähig. Aber ich habe es noch nie genutzt mit einer Pfanne. Ich habe ja immer nur diesen Topf hier gehabt zum Wasser warm machen. Funktioniert einwandfrei. Und heute habe ich mir mal überlegt, ich nehme mal hier, ich habe Pfannen mit und gucke, ob es damit gehe tut oder nicht. Ob ich mal Stege Brote kriege. Ja, ich habe keine Ahnung, ich weiß sehe. Da ich davon ausgehe, dass so eine kleine Flasche mit Spiritus, na, dass das wahrscheinlich nicht langt, habe ich einfach mal den großen Spiritus einmal noch mitgenommen. Das kann natürlich sein, dass das langt, ich weiß es nicht. Wir probieren es halt einfach aus und ihr werdet sehen, ich werde sehen. Das da ist das einfachste Messer, was ich besitze. Du. Das ist das Opinel Nummer 8 in der Carbon-Variante. Ich habe noch das 9er in Carbon-Variante, ich habe aber keine Ahnung, wo das rumfliege tut. Ich weiß es nicht. Und das Messer ist das schärfste Messer in meiner Sammlung, so einfach wie es ist. Das Messer tut alles schneiden. Paprika, Tomate, Lauchzwiebeln, Hände, einfach alles, was in die Quere kommt. Ja, und das werde ich halt nehmen als mein Messer. Das erste Steak ist jetzt fertig. Das zweite ist am Brutzler. Ja, ich werde mal anfangen zu essen, aber ohne euch. Thank you.
Guten Appetit. Gegessen habe ich jetzt hat alles zusammengerahmt. Habe ich jetzt hat auch schon. Ja, das Kocher mit dem X-Boil da, das hat funktioniert. Das geht. Aber man braucht halt mehr Spiritus. Ja, mit der Pfanne. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es mit einer einfachen oder dünneren Pfanne oder weniger braucht. Das weiß ich nicht. Aber da ist schon gut was durchgelaufen. Ja, vielleicht habe ich auch zu viel Nein gemacht. Kann auch sein. Es geht, man muss ein bisschen Zeit mitbringen. Ja. Es ist jetzt aber für mich persönlich jetzt nicht etwas, was ich noch einmal nehmen muss oder nutzen muss. Wenn ich das nächste Mal mit meiner Pfanne was koche, dann nehme ich lieber den Gaskocher mit oder den Trank. Ja. Ja, das ist meines Erachtens ein bisschen besser. Ja, vom Handling her, also erstmal vom Handling her, danach vom Brennstoffverbrauch her, ist das dann doch ein bisschen besser, finde ich. Aber wenn man hingehen will, sich das Wasser warm machen will, für eine Suppe, für eine Tasse Tee oder sonst was, da ist das super. Ja, für sowas. Ja, also meiner Meinung nach, ne, jeder sieht es natürlich anders da. Ne. Ich muss es jetzt nicht unbedingt nochmal machen. Sagen wir mal so. Ja. Ist halt alles Geschmackssache in dem Sinne. Ja. Jetzt braucht mich einer so verabschieden. Ja, der Rückweg ist, wenn nicht interessant. Ja, zu der guten Burg gehe ich heute auch heute nicht. Ja, weil ich will so langsam zurückkommen ins Auto. In dem Sinne möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe doch, dass dieses Video euch gefallen hat. Ich sage schönen Gruß und auf Wiedersehen.